Wie wird die Karriere von Erling Haaland aussehen? Das finden wir heute heraus. Er startet natürlich bei seinem aktuellen Team Manchester City in die erste Saison. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or im ersten Jahr sind Phil Foden, Riyad Mahrez, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Und gewonnen hat am Ende Riyad Mahrez. Das Totti besteht fast nur aus Manchester City-Spielern, leider ist aber Haaland nicht dabei. Am Ende der ersten Saison ist City nur auf dem vierten Platz gelandet, gerade so noch die Champions League erreicht, dafür haben sie aber immerhin den FA Cup gewonnen. In der Champions League ist man leider schon im Viertelfinale gegen Barcelona knapp ausgeschieden, am Ende hat PSG den Pokal gewonnen. Erling Haaland konnte in seiner ersten Saison direkt schon überzeugen. 33 Tore, 5 Torvorlagen, ist eine geile Statistik. Zudem ist er hoch auf eine 92. Es geht in die zweite Saison für Haaland und er bleibt natürlich selbstverständlich bei Manchester City weiterhin. Das Team hat sich auch nicht viel verändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Neymar, Messi, Salah und Jota und am Ende hat Messi den Ballon d'Or gewonnen. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team aus hier. Am Ende der zweiten Saison ist Haaland mit Manchester City auf dem zweiten Platz gelandet, punktgleich mit Liverpool, aber leider das schlechtere Torverhältnis war dann ausschlaggebend. Im FA Cup ist man leider schon in Runde 4 ausgeschieden gegen West Ham United und im Finale hat einfach Tottenham gewonnen. Ganz komisch. In der Champions League hieß es dieses Jahr auch wieder Viertelfinalschluss gegen Borussia Dortmund diesmal und im Finale konnte Paris ihren Titel verteidigen. Haaland hat diese Saison sich nochmal übertroffen. 42 Tore, 5 Torvorlagen. Ey, er wird immer krasser und ist hoch jetzt auf eine 95. Das große Ziel von Erling Haaland ist es jedoch, die Champions League zu gewinnen. Das klappt anscheinend mit City nicht, deswegen wechselt er natürlich zu Real Madrid, weil die es schon häufig genug bewiesen haben. Hier im Hintergrund seht ihr noch das kranke Team von Real Madrid, damit sind auf jeden Fall Titel möglich. Favoriten auf dem Ballon d'Or sind in diesem Jahr Jota, Vlahovic, Salah und Luis Diaz. Und gewonnen hat Salah den Ballon d'Or. Und hier seht ihr natürlich auch noch das Team of the Year. In der Liga war es ein spannender Kampf am Ende, hat sich aber Valencia durchgesetzt mit 2 Punkten vor Real Madrid und 1 Punkt vor Atletico Madrid. Im Pokal ist man leider im Achtelfinale schon gegen Betis Sevilla rausgeflogen und am Ende hat Levante den Pokal gewonnen. In der Champions League war ebenfalls im Achtelfinalschluss gegen Liverpool diesmal und am Ende hat der Rivale aus Barcelona die Champions League gewonnen. Haaland hat dennoch eine gute Saison gespielt, 25 Tore und 8 Torvorlagen konnte er erzielen am Ende und ist hoch auf eine 96. Auch wenn die letzte Saison mit Real Madrid nicht optimal lief für Haaland, wird er es weiterhin versuchen dort. An dem Team hat sich auch nichts großartig geändert. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Mahrez, Neymar, Ferran Torres und Phil Foden. Und gewonnen hat Phil Foden. Hier im Hintergrund seht ihr dann noch das Team of the Year mit vielen City-Spielern. In der Liga musste man sich dann Barcelona dieses Jahr geschlagen geben, zweiter Platz aber immerhin. Und auch im Pokal musste man sich im Achtelfinale Barcelona wieder geschlagen geben, diesmal Espanyol Barcelona und am Ende hat Sevilla den Pokal gewonnen. Und in der Champions League war ebenfalls im Achtelfinale Schluss wieder gegen Roma diesmal. Also Haaland hat echt kein Glück in der Champions League und am Ende hat dann sein Ex-Club City League gewonnen. Dennoch konnte Haaland wieder überzeugen. 29 Tore, 6 Torvorlagen lassen für sich sprechen und er ist hoch auf eine 98 sogar. Und Haaland versucht es auch in der fünften Saison nochmal mit Real Madrid die Champions League zu gewinnen, weil das Team ist halt echt einfach übel stark. Und in diesem Jahr gehört Haaland das erste Mal zu den Favoriten zum Ballon d'Or neben Vinicius Junior, Ferran Torres und Phil Foden. Und gewonnen hat leider Phil Foden. Hier im Hintergrund seht ihr noch das Team of the Year, diesmal mit Haaland sogar. In der Liga lief es diese Saison auf jeden Fall viel besser, dort konnte man den Ligatitel holen, auch wenn punktgleich mit Atletico Madrid hat man am Ende die bessere Tordifferenz gehabt. Der Pokalflug geht aber weiter, dort ist man wieder im 8. Finale ausgeschieden gegen Rayo Vallecano und am Ende hat Atletico Madrid den Pokal gewonnen. Und in der Champions League sah es leider auch nicht besser aus. Im Viertelfinale war Schluss gegen Manchester City und die haben am Ende dann gegen Bayern aber verloren im Finale. Haaland hat in dieser Saison 24 Tore und 6 Torvorlagen erzielt und ist hoch auf eine 99. Und weil es mit Real Madrid nicht absolut rund lief, ist er zum amtierenden Champions League-Sieger Bayern München gewechselt. Hier seht ihr im Hintergrund auch das Team. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind in diesem Jahr Havertz, Vinicius Junior, Lautaro Martinez und Phil Foden. Und ein weiteres Mal hat Phil Foden gewonnen, also wirklich, der ist ja gefühlt der neue Messi. Hier sehen wir noch das Team of the Year, tatsächlich sogar mit einigen Real Madrid-Spielern. Die erste Saison von Haaland in der Bundesliga bei Bayern München lief perfekt. Dort konnte man direkt schon den Titel gewinnen und auch den DFB-Pokal. Und in der Champions League geht der Fluch weiter. Dort ist man im Achtelfinale ausgeschieden gegen Chelsea, auch wenn sehr knapp. Und am Ende hieß der Sieger dann auch noch Real Madrid, von dem Haaland gerade erst weggegangen ist. Haaland konnte in dieser Saison für Bayern München 28 Tore und 15 Torvorlagen zu den Titeln beisteuern und ist weiterhin bei einer 99.
Und es geht in die letzte Saison dieser Karrieresimulation und Haaland bleibt weiterhin bei Bayern München. An dem Team hat sich auch nicht viel verändert. Auch in diesem Jahr gehörte Haaland wieder zu den Favoriten auf dem Ballon d'Or-Titel neben Jota, Vinicius Junior und Luis Diaz. Und tatsächlich hat es Erling Haaland geschafft, sogar mit dem Ballon d'Or-Titel belohnt zu werden, obwohl er in der Bundesliga spielt. Und hier seht ihr noch das Team of the Year, voll viele Real Madrid-Spieler auch zurecht und natürlich der Haaland vorne drin. Und auch in diesem Jahr konnte er mit Bayern die Titel verteidigen und zwar einmal die Bundesliga konnte man mit großem Abstand gewinnen diesmal und auch den DFB-Pokal. Wie gewohnt gibt es aber den Haaland-Fluch, nenne ich ihn mal, im Achtelfinale Waschlos gegen Leicester City diesmal und am Ende hat Liverpool die Champions League gewonnen. Wie schätzt ihr die Karriere von Erling Haaland ein? Ich glaube, die Wechsel sind ziemlich realistisch, aber ich schätze, der ein oder andere Ballon d'Or-Titel bzw. Champions League-Titel wird noch oben drauf kommen.